Die Armut in Deutschland ist in den letzten Jahren sehr stark angestiegen. Besonders stark gewachsen ist der Niedriglohnsektor und die Armut von Erwerbstätigen. Wir brauchen deswegen unbedingt einen flächendeckenden Mindestlohn. Die Grünen haben beschlossen, dass dieser mindestens 7,50 Euro betragen soll. Ein Mindestlohn allein reicht aber nicht aus, um Armut zu bekämpfen. Ich bin deshalb für ein Grundeinkommen, das von der Wiege bis zur Bahre ein Mindesteinkommen sichert für alle Menschen in allen Lebensphasen. Alles redet über die Wirtschaftskrise. Was die anderen Parteien vernachlässigen, ist, dass wir ja zusätzlich den Klimawandel haben und eine zunehmende soziale Spaltung in unserer Gesellschaft. Die Grünen schlagen deshalb den grünen New Deal gegen die Wirtschaftskrise vor, bei dem all diese Probleme zusammen gedacht werden und die Lösungen alle Problemfelder gleichzeitig abdecken. Wir brauchen starke Investitionen in Bildung, mehr Energieeffizienz, Förderung von erneuerbaren Energien und wir brauchen eine Stärkung der sozialen Sicherungssysteme. Mehr Ökologie und mehr soziale Sicherheit sind auch gut für die Wirtschaft. Die Grundlagen unserer Sozialversicherungssysteme stammen noch aus dem vorletzten Jahrhundert. Wir Grünen wollen sie deswegen grundlegend reformieren. Dazu ist es wichtig, alle Bürgerinnen und Bürger mit einzubeziehen. Wir nennen das Bürgerversicherung. Und wir müssen die finanzielle Grundlage verbreitern auf alle Einkommensarten. Erwerbseinkommen haben in ihrer Bedeutung nachgelassen. Wir müssen auch dafür sorgen, dass Nicht-Vollzeiterwerbstätige auch abgesichert sind. Und wir müssen dafür sorgen, dass Frauen und Männer eine eigenständige Sicherung kriegen und nicht als eine Einheit betrachtet werden, wie das halt im 19. Jahrhundert noch der Fall war.